gemeinsamen Projekt hier auf der Map Hofbergmann zusammen mit den Tanz bei 2000. Hallo! Grüß euch, meine lieben Minecrafter! Mein Süßdecken, es geht! Hey, wer die Map kennt, weiß, das ist die Map der Produktionen. Und da ich so etwas liebe, spielen wir heute auf der allerneuesten Version, nämlich der 1.0.7. Ja. Hier gibt es nämlich hier unten schon die Stiere. Bullen. Aber. Und das wird unser Ziel sein, nämlich der große Bullenhof für diese Version. Bullenhof. Ja, so etwas. Stall, der Bullenstall halt. Und alle möglichen Produktionen, die diese Map hier liefert. Zum Beispiel Obstbäume, Zwerge als Dekoration, Käse oder Brot. Runner, das ist well. Ja, das ist ganz lecker. Kennst abonnieren. Ja, das ist überhaupt das Allerbeste. Wenn ihr das macht, dann unterstützt ihr mehr als wir. Egal. So, Tanzbär, such dir deinen Gator. Also, der mein Gator. Und ja, okay, warte. Alter, wie du sprintest. Bin im Gegensatz zu dir eine Lamante. Ich seh's. Mann, ja, bin ich so langsam. Zack. Wo bist du mein jetzt? Hier. Hey, ich seh dich, ich warte kurz. Jetzt seh ich dich. Ja, jetzt kannst du fahren. In? Kleinen Kuhstall gleich neben dem Hof. Denn bei dieser Version wurde geändert, dass es jetzt keine Milchkanne mehr gibt. Das führt. Achtung, da ist ein Baum, ne? Ja, so. Ja. Ja, ich habe den Hof ein bisschen um die neuen Pflaster hier am Boden, die habe ich gemacht. Und über den ganzen Hof und dann haben wir auch noch. Habe ich den Fuhrpark ein bisschen geändert, nämlich ein paar AC und so, die keiner sehen will, habe ich durch Fäden und Schandier und sowas ausgetauscht. Und Glas? Nee, das habe ich da nicht, warte, egal. Ja. Genau, da geht's lang, einmal rechts. Genau, da ist er schon, der Hof. Also der schreibt wink, wink, wink. Ja, tut mir leid. Aber, ne, weiß Bescheid. Ja, ich weiß, Augen. Hast du deinen Arm voll gehabt? Ja. Ich sag's euch, das Video kommt jetzt heute sehr spät und der Tanzbär weiß davon. Sein PC hat echte Probleme oft mit heute. Warte, stopp! Ich habe uns auch noch ein bisschen Geld übrig gelassen, damit wir uns jetzt ein paar Kühe kaufen können. So, welche Kühe kaufen wir uns denn, Tanzbär? Keine Ahnung. Ah, das meinst du! Alter, das sind keine Kanten mehr, die ich abholen kann mit dem Gator. Aber schade. Du kannst es, doch, du kannst es mit dem Milch-Dinger, kannst es... Oh nein, ich bin oben! Du bist sogar drinnen bei mir. Ja, hi! Ja, ich bin drinnen. Hi! Oh, ups, Entschuldigung. Wo bist denn du jetzt? Oh, bin wieder da. Magic. So. Ah. Ja, hallo. Ich verstehe nicht ganz, wie das Ding funktioniert. Es ist halt irgendeine Meldestation. Hallo! Klar, es geht! Reisen! Tschüss! Bis dann! Zack! Dabei null! Wir brauchen Futter für dich! Genau, das machen wir aber dann später. Das füllen wir dann irgendwann entweder in der Folge oder offscreen auf. Weil die Folge muss jetzt schnell fertig werden, weil ich habe ja versprochen, jeden Tag ein Video oder ein Livestream zu machen. Deshalb schnell wieder in den Gator und die nächsten Tiere drauf. Nehmen Sie Platz, Digga! Ja, wohin? Zu den Gänsen. Also das ist gleich dort beim Hofladen. Da, wo wir vorher waren, das habe ich vergessen. Umdrehen, bitte, danke. Sie machen das sehr gut. Ja, wenn, ne? Also ja, Anfälle wieder mal. Aber trotzdem, sie fand's sehr gut. Ich weiß. Ein Träumchen. Ah, ein Träumchen.
Genau, da war die Hofeinfahrt. Quack. Oh, da muhen sie die Kühe. Oh, da sehe ich sie. Oh. Alter. Sehr stark. Stark. Weiter links. Ja, da nach rechts, genau. Und da stehen bleiben. Stehen bleiben, stehen bleiben. Die wunderbaren Enten, die werden wir uns jetzt auch mal kaufen. Passo. Da haben wir nämlich noch genug Futter und dann haben wir auch ein paar Enteneier für unseren Hofladen. Kann da auch mal das Ding voll werden? Ups, jetzt habe ich gleich einen Hahn bestellt. Ah, doch nicht. Kann der Ding mal ausgeschaut? Geht doch, so. Bisschen mehr. Wir können rein, bitte. Nein! Ich hab's gesehen. Ich weiß. Bin ich gekannt. Hey, ich spam gerade diese Enter-Taste. Und das dauert noch immer so lang. So, erschöpft bestätigen. Oh. Hi, Jungs, hi! Kleine Schatze, bitte, was geht? Gott, ich hab sogar ein Fenster bekommen. Junge, man hört's quaken. Quak. Nee, das Licht können Sie gerne haben. So. Mit dem können wir sie dann füttern. Und hier ist die Wasserabgabe und sowas. Das sollte uns aber jetzt nicht interessieren. Wollen Sie mehr Käse herstellen oder mehr Brot? Käse. Käse, dann brauchen wir mehr Kühe. Wissen Sie, wo der, ich führe Sie, okay? Dann sind wir schnell. Ich führe Sie, dann sind wir schneller beim Hof, okay? Okay. Professionell? Ah, Junge, du siehst so geil aus. Junge, du siehst so geil aus im Gator. Ich mach davon einen Screenshot. Ja, schick mir bitte. Alter, was ist du? Sag, Junge, zack! Schneiden Sie eine Kurve. Boot! Ja, wir fahren durch die Wände. Wie finden Sie den Hof? Kann ich nicht wirklich sagen, weil... Ne? Ich meine die Bodentextur und diese Pflastersteine. Ja, sieht nicht so gut aus. Ja, habe ich extra gemacht. Ja, ich bleibe drin, der Lütze. Ja. Ich bin die Lütze. Spring, du Lütze. Ha! Ich bin hier. Jetzt noch ein paar Kälber. Ja, und dann sind wir platt. Yeah. Das wird wahrscheinlich so sein. Was machen wir? Ich mach uns pleite, ich mach uns pleite. Ach nee, mach uns. Jung, wir seien nicht billig. Ihr seid teuer, ihr Moloch. Aber dafür haben wir dann ganz viel Käse. Ganz viel Käse, Tanzwerk. Wow. Ab geht's zur Molkerei. Ja.
Boah! Unser Geld hat weg. Professionell! Wie immer, was soll ich sagen? Warnblinker sogar rein und dann passt das hier. Hey, kein Zutreffer unbefriedigt, Alter. Da ist keiner. Ja, gar keiner. Dafür brauchen wir halt nichts. Und dann braucht es eine Zeit. Hier auf Global Company können wir das eh sehen, ob da jetzt was ist. Aber dieser Ding, hier gibt es auch noch eine zweite Maschine. Und da können wir halt die Milch abfüllen und dann hier reinschütten. Wurde ein bisschen verändert? Ja, ein bisschen. Also hier war das nicht so und da war kein Fass. Wir brauchen jetzt für die Käseproduktion Enzyme. Ich konnte durch die Wand einsteigen. Muss sie, los. Sie sind's. Und Butter können wir dann auch noch herstellen. Genau. Ja, hä? Hier war doch. Ah, hier ist die Butterproduktion. Ah ne, hier ist Ziegenkäse. Die Butter. Der Mensch, bring nicht die Butter um. Aber wir werden auch noch Butterproduktion machen und dann geht das ja auch. Aber wir brauchen jetzt noch Labeextrakt. Wir haben 0 Kanister hier drin. Was ist das? Wie kann man das kaufen? Labeextrakt. Warum steht Käse so doof da? Da steht alles groß bis auf das Ja, ich weiß. Ja. Warum schaust du gegen die Wand? Weil ich gerade was im Shop schaue. Ah, Labeextrakt. Da haben wir es. Das kostet uns 50 Euro pro Kanister, damit wir überhaupt Käse herstellen können. Es gibt jetzt Hundefutter, geil. Hundefutter. Sehr schön. Brauchen wir noch dann ein paar Kissen? Ja, es gibt hier Gurken, es gibt hier alles. Hansberg, komm her. Was bei mir voll lange im Auto. So. Ja, tun wir leid. Ich weiß, dann gibt es ja ernsthafte Probleme. Okay. Ja. Bis zur nächsten Folge werden wir schauen, dass unsere Kühe ein bisschen Nahrung haben. Und Enten natürlich auch, die sollen ja hier nicht vergessen werden. Und dann können wir vielleicht auch schon den ersten Käse zumindest mal in die Produktionen bringen. Und ja, und ich habe dann noch eine Frage an euch. Schreibt mir bitte in die Kommentare. An welchem Tag jede Woche dann so eine Hof-Bergmann-Folge kommen soll. Für mich wäre der Montag gut, aber das sind eure Entscheidungen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Alles außer Samstag und Sonntag bitte. Ja, und dann war es das auch schon mit der Folge. Tanzbär 2000. Ich bedanke mich, dass du mal wieder es auf die Map geschafft hast. Und dass wir jetzt kurz noch diese Folge genießen konnten. Ja. Ja. Wir sehen uns. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.